Also, ich muss schon sagen, Respekt, Gohan, dass du bei der lauten Mucke noch pennen kannst. Willkommen zurück zu Das Erbe von Goku 2. Oh. Und Gohan muss direkt mal ran. Aua. Superkick, au. Mann, das ist echt doof hier. So. Dann gehen wir mal in den Westen, denn dort leben die Besten. Was? Nee. Okay. Wurzenschweine! Geh ich nicht treffen! So, jetzt aber. Gut, ne, Stufe 26 erst, Piccolo, wer geht da gut? Wo war ein Piccolo eben, Stufe 30. Das Warzenschwein wird hier verdroschen. Der Generator muss weg. Dann hört auch die Musik auf. Du, das ist mein Ziel, la la la. La 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 la. Und hier haben wir eine goldene Kapsel. Wie geil ist denn das? Jetzt haben wir schon, wie viel überhaupt? 17,25, Alter, noch 8 Stück fehlen bloß. Krass, wa? Das geht so voran, ey. Aber sonst gibt's hier nichts mehr zu tun. Oh Mann, wie kacke man. Du, yo Mann. Das Warzenschwein will Ärger. Und jetzt kommt es noch härter. Gohan Superkick ist echt geil. Ich kann sagen, was ich will, so Buhan ist echt ein bisschen überpowered. Allgemein natürlich, aber auf einem Move sehr. Entschuldigung, ich wollte gar nicht. Egal. Mit Vegeta gleich auf, geil! Du bist ein bisschen stärker, Gohan. Geh mal in den Norden. Au! Ich komme hier nicht durch, hier bei diesen Herbstbäumen. Das ist voll fies. Yo, 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 du, du. Ich habe ein Ohrwurm, was ein Scheiß. Ein Ohrwurm. Oh ja, stimmt, das war der Quatsch. Oh. Woher soll sie die richtigen Farben kennen, wa? Haben wir damals echt immer gefragt. Mal gucken, ob wir es heute rausfinden. Weil wir haben ein paar Flamingos, okay. Du. Der ist sicher Fan von One Piece. Du. Und Partyhaus. Was für ein Graus. Du. Stärke plus 3, die ist für Vegeta. Denn der hat es dringend nötig. Du. Winnies Haus. Nice, Alter! Du. Wow, Alter, wie der sich hier eingerichtet hat. Und die Musik, oh Mann, das ist doch einfach fies, Mann. Hey du da, ich bin Venny, willkommen in meiner schwingenden Junggesellenbude. Was geht ab, Alter? Die Schuhe aus, nicht sich ein Weilchen ein, ey, entspann dich, Mann, ey. Was sind wie meine Nachbarn? Die sind total verklemmt. Yo Mann, du sagst es. Nur weiß ich noch immer nicht, welche Farben
ich hier betätigen muss. Wenn das weitergeht, sing den ganzen Part. Nein, das kann ich nicht tun. Das wäre ja wirklich voll fies. Jetzt ist der Grüne auf On und der Gelbe auch noch. Einfach alle auf On oder was? Nee, wäre ein bisschen doof. Wow. So wird's auch nix, ich versteh diese Sinn nicht, du. Nicht rausgehe? Ist es wieder resette? Nein, Mann! Ich hab lecker, wie war das damals schon? Das muss doch irgendwie einen Sinn geben! Nee, auch nicht. Das stimmt doch nicht. National auf On. Verdammt, wo kriegen wir hier einen Hinweis? Wir sind sauer und zerstören alles. Ein cooler 309 von 8-Sieber ist. Und die Männer beneiden unseren Winnie. Alles blöd ist süß oder hauen wir auf die Kacke? Was soll ich kleiner machen, Leute? Ja, orange, toll. Na, okay. Wo zum Henker? Also im Prinzip muss man die Schalter richtig betätigen, damit das nachher aufgeht, die Tür da. Aber ich weiß nicht mehr, wer verdammt der Code war. Da gab es irgendwo einen Hinweis. Ich sehe mir schon die ganze Folge hier nur um die Coolness wegen herumschippern. Das ist doch total fail. Was soll denn ich nur tun? Ich könnte ja nachgucken, aber das wäre mir doch zu doof. Ich sehe echt keinen Hinweis. Wen du einen verpasst? Also eigentlich alles off, dann ist natürlich alles cool, wa? Die Tür selber war ja grau. Aber bringt natürlich auch nichts. Orange wäre halt gelb und rot. Wenn ich alle Kombinationen durchgehen muss, dann bin ich natürlich eine Weile dran. Warte mal, Eye of Line, wa? Ja, was denn wegen Grün der Wiesen, dann erinnere ich mich jetzt noch, aber verdammt, die genaue Reihenfolge, wa? Du, was sie gar nicht, passt einfach nur. Moment. Ich such's mal so, wir gehen nochmal ganz kurz runter ins Dorf, weil eben das. Da muss ja theoretisch ein Hinweis im Lied sein, wenn ich da nichts finde, dann gucke ich schnell im Internet nach. Weil ohne Hinweis da durchzugehen, nee, sorry, aber das dauert ein paar Stunden und da habe ich keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, ich hab's damals wirklich im Original, also ja, bei der ersten Mal privat habe ich wirklich so gemacht, dass ich da einfach ein bisschen getestet habe, mir es nachher aufgeschrieben habe, richtige Kombi. Am Nachhinein mal im Wiki gelesen habe, dass es echt eine Lösung gibt, auf die man kommen kann. Also denke ich mir natürlich, okay, was jetzt? Ich meine, hallo, bin 27 bald, also da muss ich doch schon irgendwie was finden. So. Mal gucken, wa? Dann hat es keinen farblichen Hinweis.
Grüne Weiden, ja, yeah, Augen des Löwen, okay, grün scheint schon mal zu stimmen, schön. Die schwarze Nacht umhüllt dich, die Augen des Löwen. Toll, ist aber schwarz und grün, aber was ist der letzte? Vielleicht ist eine fantastische Kraft in dir, hat die in dir geschlummert. Traurig, du hast die Augen des Löwen. Ja, toll. Die of Lion, was für ein Quatsch. Also grün, schwarz, ich noch einen und Rest. Ich sehe es schon. Der Ovo mir nicht mehr los. Das ist auch schlimm als Tetris. Oder habe ich einen Hinweis vergessen, du? Grün und schwarz, yeah. Ich glaube, echt nur drei, die ich betätigen muss, wenn ich richtig erinnere. Du. Aua, die vermöbeln mich. Und das tut richtig weh. Yeah, es tut weh. Du, ja, weh, so wie der Bruce Wayne. So, grün, schwarz. Bringt nichts, wa? Ah, blau. Woher soll denn das wissen? Die Kraft in dir ist blau. Gut, im dritten kann man theoretisch ein bisschen umprobieren, das ist kein Problem. Grün und schwarz, okay. Die Reihenfolge ist also scheinbar auch egal. Wenden wir diesen scheiß Ohrwurm, wie zum Henker kommt, zu einem riesigen Generator, zu einem kleines Haus. Schluss damit! Oh, na endlich. Der Fluch ist von mir gebrochen, der Fluch des Singens. I'm singing in the rain, so tschüss. Ja, wieder besser. Na, wenn ich wieder Vici. Und ich schwumm nichts los. Und Winnie schöpft all seine Kraft aus seinen elektronischen Geräten. Das ist das Ende unseres Winnies. Na, ich hoffe zumindest. Oh. Ja, ich weiß nicht, im Original wäre das sogar etwas wegen Blau gewesen oder Zieren und singen etwas, aber hier natürlich übersetzungsmäßig. Nö, du bist cool, Mann, du musst es so lassen. Ist klar. Tschüss! Au! Du. Hey! Zack, dankeschön! Noch ein Level Up? Nö, denk nicht, wa? Braucht's nicht unbedingt! Du. Au! Wow! Sie fragen Gohan da rein oder mit Vegeta? Dann mit Piccolo? Nee, mit Gohan reinkommen. Aber vorne ganz kurz nochmal Save natürlich wechseln, damit Vegeta noch sein Power bekommt. Naja. Dieses Power war nicht gemeint, man. So, dann Charakter wechseln, wieder auf Gohan. Son Gohan! Dankeschön! So, und der nächste bitte und der letzte please. Wieso geht nochmal hier hoch? Kann's einfach, weil vielleicht gibt's noch was gegen Scanning zu Winnie.
sonst vergesse ich das wieder. Das wäre dann doof. Mensch. Nö. Aber immerhin, er ist ein Mensch. Das ist auch schön zu wissen. So, fertig. Ah, Mann. So nicht geplant. Egal, jetzt aber auf zu Dr. Gero. Und ihm mal richtig Feuer unterm Arsch zu machen, Mann. Jo, das muss auch mal sein. Ups. Und fast noch ein Level up. Krass, wa? Gibt jetzt wieder Punkte? Moment mal. Das sind doch normale. Ja, es sind normale. Jo, runter direkt, wa? Also schießen die einen Kuppel ab. Ja, egal, feier den Bomben! So, und Zeit für das verdiente Level Up. Mann, das ist echt, wenn man nicht von Anfang an gerade richtig macht, ah. Hab's echt nicht mehr raus. Wollte eigentlich da jetzt mit Combo nachsetzen. Mann! Alter, ich hasse die Viecher, Mann! So. So. Jetzt hast du sie noch umso mehr. Oder mal die Typen. Da ist keiner mehr. So, egal. Was? Ich hab das überlebt. Ja, nee, ist klar. Okay, mal gucken, ölmäßig, Guan 28, Piccolo 31, Vegeta ist 27, jo, passt doch. Da bringt eh nichts mehr. So, ab ins Labor! Ich hatte gehofft, sie noch nicht so schnell wieder reaktivieren zu müssen, aber es scheint an Zeit zu sein, meine Cyborgs auf die Probe zu stellen. Ich habe keine Wahl. 16, 17, 18, 19 vermutlich, war. Ah ja, C17. Dr. Gero, wie geht's Ihnen heute? Gut, danke Nachfrage. Du erinnerst dich also an mich? Selbstverständlich. Sie schenkte mir das Leben, Doktor. Und jetzt C18. Hallo Doktor, wie geht es Ihnen? Gut, auch du erinnerst dich an mich? Ich soll das jemals vergessen können. Mich sehr haben Sie doch entschlossen, ein Cyborg zu werden. Stimmt, jetzt füge ich genau wie ihr über ewiges Leben, aber wir haben Dringlicheres zu tun. In der Vergangenheit hattet ihr beide die absolut untolerierbare Gewohnheit, auch meinen Befehlen zu widersetzen. Die Schuld dafür trage ich selbst, und schließlich habe ich euch ja je programmiert. Allerdings habe ich inzwischen ein wenig umprogrammiert. C17, was tust du da? Mit dieser Steuerung haben sie uns beim letzten Mal deaktiviert, nicht wahr, Dr. Gero? Die sollte ich wohl besser in Verwahrung nehmen. Gib sie mir sofort zurück! Sie sind anderer Meinung?
Da bleibt wohl nur diese Lösung. Was hast du getan? Du hast es zerstört, du Arsch! Du magst dich mir zu widersetzen! Ich hab dich erschaffen! Sie werden uns nicht normal einschläfern, sie alter Knacker. Okay. Und jetzt, Destruction oder was? Klopf! Oh. Schau, schau, was haben wir denn hier? Ist das der Grund dafür, dass du nervös bist? Ein langhaariger Junge und ein junges Mädchen? Ich wette, es sind die geführten Cyborgs, die wir schon so viel gehört haben, wa? Sie sind es. Das sind Cyborgs? Für mich sind sie genauso aus wie Menschen. Der Schein trügt. Sie sind beide lebensgefährlich und viel stärker als jeder von uns. Ich befehle euch, diese Eindringlinge zu zerstören! Sofort! C17! Halt die Klappe, Alter! Die knüpfen uns so, wenn wir so weit sind. Was in dieser Kammer? Dem fehlt nur noch der letzte Anstrich, was? Bleibt weg, Mann! Mach bloß in diese Kammer auf! Ich befehle dir, C16 in Ruhe zu lassen! Hm? Es gibt noch einen Cyber, von dem wusste ich gar nichts. Los, es ist Zeit, unseren Freund zu wecken. Genau. Nein, hör nicht auf ihn, er ist nicht vollständig programmiert. Sie setzen dieser Prototyp, wenn du ihn aktivierst, könnte er Fehlfunktionen aufweisen. Das werden wir gleich merken. Ich verbiete es. Hast du gehört, Mann? Kannst du auch wieder nehmen? Es reicht, es ist Zeit, dass ich dich auf den Schrottplatz verfrachte. Was? Pff. Das wäre erledigt. Mach die Kammer auf. Wenn sie diesen Cyber aktivieren, bedeutet das unser aller Ende. Nein! Trunks rastet voll aus. Schlecht dazu. Wieso hast du das gemacht, Kleiner? Du. Das verstehe ich nicht. Eigentlich dürfte das kein Überleben. Das war mein stärkster Angriff. Zu dumm. Damit hast du ihnen gezeigt, wie schwach du bist. Ich habe keine Lust, den ganzen Tag zu warten, C18. Machst du die Kammer jetzt auf oder nicht? Lass uns unseren neuen Freund kennenlernen. Guten Morgen. Muss gut tun, aus dem Sarg zu entkommen, wa? Wie lange warst du da drin eigentlich eingesperrt? Na los, sag was. Hat Dr. Geo keine Sprechbox eingebaut? Dr. Geo sagt uns, es sei gefährlich, dich zu aktivieren. Warum hat er das wohl gesagt? Die gerade sehr redselig, wa? Komm schon, mach den Mund nicht auf. Gehen wir. Wohin denn? Unsere Mission erfüllen. Unsere Mission lautet, Son Goku suchen und zerstören. Ja, was sagt's denn? Unser Muskelprotz hier spricht also doch. Du. Hey, die geht weg! Ein Glück, die sind wir los, Gott sei Dank. Wir sind in Sicherheit. Wo gehen die wohl hin? Sollen wir denen folgen? Die wohnen wohl kaum in der Hauptstadt. Das nimmt die falsche Richtung. Ich werde die suchen, Son Goku! Dr. Geos Plan weiß sich an Goku dafür zu rechnen, dass er die Red Ribbon Army zerstört hat. Ob diese Cyborgs noch immer Dr. Geos Befehl ausführen? Mir egal, wohin die gehen. Ich gehe ihnen hinterher. Das sind Feiglinge. Den vorgegangen, weil sie Angst vor mir haben. Und zwar mit Recht. Keiner von uns stark genug ist, mit diesen Cyborgs aufzunehmen. Aber wir müssen sie suchen. Jo, ist klar. Und das, liebe Freunde, machen dann in nächsten Party bei Dragon Ball Z. Das Erbe von Goku 2. Dr. Gero ist hinüber. Und seine Cyborgs. Tja, mal gucken, was das wieder für schlimme Typen sind. Bis dahin, ciao zusammen.